Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Wettfreunde, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Top-Wettscheine, madebywettscheine.net, der Seite im Internet, die euch helfen wird, ein vierstelliges Wettguthaben aufzubauen. Und was freue ich mich, endlich mal wieder über die Bundesliga zu berichten, denn wir stehen vor dem 26. Spieltag, endlich geht's wieder los, der Restart der Bundesliga, alle Spiele in der Analyse inklusive Tipps. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Viel Spaß beim Video. Vorab aber nochmal ein paar Worte. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr direkt weiterspulen zu den Tipps. Denn wir haben uns natürlich schon in den ganzen letzten Wochen eigentlich was überlegt, wenn dann die Bundesliga wieder losgeht, wie man denn wirklich seriös drauf setzen kann. Und diese Gespräche haben sich intensiviert in den letzten Tagen. Und wir sind dazu zu dem Schluss gekommen, dass wir euch jetzt hier in diesem kostenlosen Video wieder die Analyse wie gewohnt, wie auch in den Monaten vor der Corona-Krise, dass wir euch einen Überblick über alle Spiele in der Bundesliga geben, wie ihr das gewohnt seid von uns. Aber natürlich ist es so, dass man das alles mit Vorsicht genießt, denn diese Situation, so wie sie jetzt ist, die gibt es wohl oder gab es bisher wohl noch nie. Denn die Vereine stand jetzt, das ist ja wie eine Vorbereitung ohne Testspiele, wer da auf welchem Fitnesslevel ist, wie die Form ist, all das ist ja kaum einzuschätzen. Und deswegen ist es auch berechtigt, wenn jemand kommt und sagt, kann man denn überhaupt seriös jetzt auf die Bundesliga wetten oder sollte man erstmal sich das Ganze angucken und erst in 2 Wochen das vielleicht ins Wettprogramm aufnehmen? Ja, das kann ich nachvollziehen. Einerseits ist es natürlich so, dass man sich wahnsinnig jetzt darauf freut, dann auch ab morgen wieder die Spiele live verfolgen zu können. Aber, und das haben wir in den letzten Wochen auch gezeigt, viele Ligen, die wir jetzt über die Corona-Zeit verfolgt haben, die spielen natürlich weiter und wahrscheinlich ist es eher sinnvoller noch auf diese Ligaspiele zu setzen, wo die Form auch der Teams gut analysierbar ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich mega Bock auf die Bundesliga und deswegen haben wir uns auch die letzten Tage hingesetzt, haben über jeden Verein Infos eingeholt und wollen euch auch hier unsere Tipps präsentieren. Das ist ein bisschen anders, als ihr das kennt. Wir werden hier viele Tipps aus dem Safety-Bereich, aus dem niedrig quotierten Bereich euch präsentieren, die ihr dann mal als Überlegung mitnehmen könnt, euch daraus eine Kombi zu bauen. Alles, was so Quoten von 1,4, 1,5 oder drüber hat, kann man dann auch sicher mal als Einzeltipp anspielen. So, jetzt genug der Vorrede. Starten wir mit dem Revierderby, worauf wir uns sicherlich alle freuen, der Dortmund gegen Schalke. Und hier unser Tipp ist Sieg Dortmund zu einer Quote von 1,5. Ja, es ist so, Witzel und Scham, die fallen aus. Reus ist noch nicht fit. Also Dortmund hat deutlich mehr personelle Probleme als Schalke aktuell. Aber, und da kann ich vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ich habe in den letzten Wochen in einem Fachmagazin eine Studie gelesen, eine Studie über Geisterspiele und wie die Profis darauf reagieren und so weiter und so fort. Und es ist so, dass man, viele rechnen ja wahrscheinlich jetzt mit einem Chaos-Spieltag, aber ich rechne da eigentlich gar nicht so sehr mit und das ist auch in dieser Studie bestätigt, dass es nämlich so ist, dass Geisterspiele auch in anderen Sporten eigentlich gar nicht so eine krasse Auswirkung auf die Ergebnisse haben. Also Spiele sind trotzdem normal analysierbar, man muss diesen Faktor Zuschauer natürlich mit einberechnen, aber es ist so, dass die Spiele, die man analysiert, dass trotzdem der Favorit bleibt und der Außenseiter auch der Außenseiter. Ja, und bei diesem Spiel wären wir vorher auch auf den Dortmund-Sieg gegangen und das können wir jetzt auch beim Restart der Bundesliga auf jeden Fall so tippen. Deswegen Sieg Dortmund 1,5. Haben auch in den letzten Tagen einfach einen abgeklärteren Eindruck gemacht. Schalke hat ja auch wahnsinnig finanzielle Probleme jetzt durch die Corona-Krise zu überstehen.
Deswegen sind da vielleicht auch, ist der Fokus da vielleicht auch nicht so ganz so sehr jetzt aufs Sportliche gerichtet, obwohl sie da noch um die Europa League auch kämpfen müssen, haben aber auch einen Negativlauf vor der Corona-Krise gehabt. Dortmund muss alles raushauen, sicherlich in diesem Spiel, und an den Bayern dran zu bleiben. Deswegen sind die Tipps so hier entstanden. Wer im Safety-Bereich mitgehen will, geht auf Head-to-Head Dortmund. Da gibt es fürs Unentschieden das Geld zurück und mehr als 1,5 Tore zu einer Quote von 1,2. Denn Dortmund-Heimspiele brauche ich jetzt nicht viel darüber sagen, dass dort Tore fallen. Wie gesagt, wir wählen hier in diesem Video erstmal die sicheren Tipps, die vielleicht ein bisschen niedriger quotiert sind, um uns das Ganze auch an diesem Wochenende erstmal anzuschauen. Natürlich könnt ihr auch auf mehr als 2,5 Tore gehen. Das halte ich selber auch für realistisch. Aber hier möchte ich euch dann doch eher die Sicherheitsvarianten empfehlen. Leipzig gegen Freiburg ist für mich auch eigentlich eine klare Sache. Sieg Leipzig zu einer Quote von 1,3. Die Leipziger, die wollen auch oben dran bleiben und die werden die Freiburger, die ja in dieser Saison sich auswärts zumindest ein bisschen stabilisiert haben. Aber ich denke, das wird jetzt nicht das Zünglein an der Waage sein, dass die Leipziger hier Punkte liegen lassen. Deswegen Heimsieg und bei Leipzig Heimspielen, ja, da fallen ja im Schnitt mindestens 2, 3 oder mehr Tore und mehr als 1,5 Tore. Ich denke, da ist man dann im Safety-Bereich auch gut mit dabei. Hoffenheim gegen Hertha, super interessantes Spiel, denn Hertha hat jetzt unter der Woche mit dem Kalou-Video wieder mal für Negativschlagzeilen gesorgt. Also ich will da gar nicht viele Worte drüber verlieren über dieses Video. Das war schon ziemlich ekelhaft, auch wie dort rumgeprollt wurde, auch wie da auch ja, zum Beispiel mein Ibisevic über den Verein gesprochen hat. Also unsympathisch hoch 10. Aber Hertha hat einen neuen Trainer und das ist der Bruno Labbadia und das ist einfach ein Trainerfuchs. Und Labbadia hat auf seinen ganzen Stationen immer am Anfang, in den ersten Monaten, einen guten Erfolg erzielt. Und das wird, denke ich, auch bei der Hertha so sein, denn er kann einfach auf einer menschlichen Ebene mit den Spielern kommunizieren, die ihm folgen, und hat auch gesagt in den letzten Tagen, dass er erstmal ein einfaches System für die Hertha rausgesucht hat, dass er die Spieler nicht überfordern will. Und ich glaube, genau das ist das, was die Hertha aktuell braucht. Hoffenheim vor der Corona-Krise wieder auch in einem Tief. Und deswegen kann man hier, denke ich mal, die Doppelchance X2 anspielen, dass Hertha dieses Spiel nicht verliert. Das geht auch als Einzeltipp zu einer Quote von 1,66. Und für den Safety-Bereich glaube ich auch hier, dass wir hier mehr als 1,5 Tore sehen werden. Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn, absolutes Abstiegsspiel. Paderborn, ja, das ist für Paderborn, finde ich, das Endspiel. Verlieren dürfen sie auf keinen Fall, dann sind sie meiner Meinung nach abgestiegen. Mit dem Punkt bleibt es weiterhin offen. Eigentlich müssen sie das Spiel gewinnen. Und ich glaube, das ist einfach zu viel des Guten an Druck für den SC Paderborn. Fortuna hier auch mit einem Heimspiel, ja, ohne Zuschauer, aber trotz allem glaube ich hier, dass Fortuna dieses Spiel nicht verliert. Da wären wir auch im Safety-Bereich mit einer Quote von 1,33. Und Paderborn steht immer für Tore. Ja, nochmal kurz zu den Torwetten jetzt auch in der Post-Corona-Zeit. Und zwar gibt es da mehrere Theorien. Spielen die Teams erstmal verhalten auf, erstmal auf Sicherheit bedacht, reichen überhaupt die Kräfte und so weiter und so fort? Wird es ein Abtasten? Oder wird es halt das, was ich vielleicht sogar eher vermute, was aber auch gegen die Buchmacher spricht, denn die geben für Over-Torwetten doch recht hohe Quoten. Ich vermute eher, dass einfach wahnsinnig viele Abstimmungsprobleme auftreten werden, dass die Teams einfach Bock auf Fußball haben, Bock auf Offensive, und dass gerade das, was eigentlich, ja, wo man dann Spiele auch gewinnt, dass der Abwehrverbund einfach bei vielen Teams noch sehr löchrig sein wird, weil die Abstimmung nicht da ist, weil die Teams erst seit ein paar Tagen im Mannschaftstraining sind. Und das spricht für mich für relativ viele Tore an diesem Spieltag. Wir werden mal schauen, was am Ende passiert, aber das mal als Denkanreiz für euch. Augsburg gegen Wolfsburg. Augsburg mit neuem Trainer Heiko Herrlich, der aber nicht auf der Bank sitzen wird. Heiko Herrlich hatte einen extrem schweren Start, hat die Spieler kaum gesehen. Eigentlich soll es dann losgehen mit seinem Debüt, dann wurde es verschoben. Hat die Spieler jetzt auch nur im Mannschaftstraining quasi dann gesehen. Und jetzt kann er nicht auf der Bank sitzen, weil er gegen die Richtlinien verstoßen hat. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen Murks.
Und die Wolfsburger, die wollen natürlich noch den Europa-League-Platz einnehmen, haben ein wahnsinnig schweres Programm, Restprogramm vor sich. Und Augsburg ist eigentlich der leichteste Gegner, den sie da, auf den sie da jetzt treffen können. Und ich sehe Augsburg jetzt auch durch die neue Philosophie von Herrlich, die er ja noch gar nicht eigentlich an die Mannschaft ranbringen konnte, noch nicht so gefestigt und glaube daher hier, dass Wolfsburg das Spiel nicht verliert. Doppelte Chance x2. Auch hier mehr als 1,5 Tore. Augsburg Heimspieler, das steht eigentlich immer für Tore. Und ich denke, dass wir hier ja, mindestens 2 Tore sehen werden. Das Topspiel Samstagabend, Frankfurt gegen Gladbach. Das ist nämlich so ein Spiel. Ich glaube, da kommt es dann wirklich auf die Zuschauer an, weil Frankfurt ist mit ihren fantastischen Fans einfach eine totale Heimat. Und wenn diese Zuschauer wegbrechen, dann sieht es ähnlich aus wie beim Europa-League-Spiel gegen Salzburg, was wir noch vor der Corona-Krise gesehen haben, was mächtig in die Hose ging. Und ich glaube schon, dass die Eintracht gerade bei Heimspielen ohne Zuschauer schon ordentlich daran zu knabbern haben wird. Gladbach hat sich nochmal viel vorgenommen und deswegen gehe ich hier auch mit dem Favoritentipp mit Gladbach mit. Aber bei diesem Spiel kann ich mir gut vorstellen, dass auch einige Tore fallen, deswegen hier beide Teams treffen zu der 1,16. Und wie gesagt, Gladbach, ich glaube nicht, dass sie das Spiel in Frankfurt verlieren. Ne? Haben einfach die größere Qualität und ich glaube auch aktuell den besseren Flow als Frankfurt. Deswegen Doppelchance x2. Und wie gesagt, als Safety dann noch mit die mehr als 1,5 Tore. Dann sind wir schon am Sonntag. Köln gegen Mainz. Köln gegen Mainz, ja. Mainz unter Bayer Lorzer super Start hingelegt und dann peu à peu hat es dann abgenommen mit der Qualität. Und Köln, das ist ja wirklich, das hätte dem Gisdol keiner zugetraut, dass das da so fantastisch läuft, nachdem er dort Trainer geworden ist und ihn Bayer Lotze abgelöst hat. Deswegen hat dieses Spiel auch noch eine ganz andere Brisanz. Köln ohne Zuschauer ist auch speziell, denn auch das Publikum in Köln ist ja frenetisch dabei. Trotzdem gehe ich hier mit dem Heimteam, doppelte Chance 1x als Safety-Variante, wieder was für die Kombi und auch hier mehr als 1,5 Tore. Union Berlin gegen Bayern. Und ich glaube, da können wir wieder über die Zuschauer sprechen, denn Union Berlin ist ja wirklich ein so unangenehmer Gegner, gerade zu Hause. Und sie leben da von dem Publikum. Und wenn das jetzt wegbricht und wenn dann noch der FC Bayern kommt, dann gibt es eigentlich nicht viel zu holen. Deswegen gehe ich hier ganz klar mit dem Sieg der Münchner. Ich habe jetzt nicht getraut, aufs Handicap zu setzen, weil ich will mir das Spiel auch erstmal angucken, auch wie die Bayern auftreten. Man könnte das einfache Handicap für Bayern, denke ich, auch ganz gut anspielen. Aber wenn man da Handicap minus 2, minus 3 geht, dann wird es, denke ich, schon kritisch, weil einfach mal schauen. Was aber meiner Meinung nach hier ja auch ganz gut quotiert ist, sind beide Teams treffen. Also die Bayern treffen, da gehe ich auf jeden Fall von aus. Union Berlin, dass die treffen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Im Hinspiel haben sie in München auch getroffen und zu Hause treffen sie eigentlich auch immer. Bayern auch da auch noch nicht ewig im Mannschaftstraining jetzt drin. Abstimmungsprobleme sind bestimmt auch dort gang und gäbe. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch Union einen Treffer erzielt. Deswegen auch mein Tipp hier, beide Teams treffen. Aber wie gesagt, eigentlich klarer Sieg der München. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Dann das Montagabendspiel Werder Bremen gegen Leverkusen, Werder mit dem Rücken zur Wand und jetzt fehlen auch noch die Fans, aber vielleicht ist das ja für Bremen sogar ganz gut, denn Bremen hat zu Hause nur 5 Punkte geholt. Und das ist natürlich total mager, 5 Punkte in der Rückrunde, Werder Bremen zu Hause. Und ja, es wird sicherlich interessant sein, wie sie jetzt auftreten. Werder ist aber das Team, ja, mit dem Bremer Senator gab es ja Probleme, wie der Aufnahme ins Mannschaftstraining ist das Team, was am spätestens ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Da ist Leverkusen schon wesentlich länger dabei. Leverkusen kaum Personalprobleme. Und so wie Bayer auch vor der Corona-Krise aufgetreten ist, die haben ja schon seit ewigen Zeiten kein Spiel mehr verloren, gehe ich hier auch mit Leverkusen als Safety, doppelte Chance x2, dass sie das Spiel nicht verlieren. Kann man, denke ich, so auf jeden Schein, Kombischein mal packen. Und dieses Spiel steht einfach für Tore, weil Leverkusen muss irgendwie, Bremen muss irgendwie auch und hier mehr als 2,5 Tore, da gehe ich mit. Und für den Safety-Bereich mehr als 1,5 Tore. So, dann sind wir durch. Quoten kommen vom Bett 365. Ja, schaut mal rein auf unsere Seite wettscheine.net. In den zahlreichen Paketen werdet ihr sicherlich auch Bundesliga-Tipps von uns finden, aber auch wir tippen natürlich noch nebenher unter der Woche verschiedene andere Sportarten, ob es Darts ist, ob es E-Sports ist.
Was haben wir noch alles im Programm? Wir haben auch Tennisspiele im Programm. Ja, das kommt jetzt alles peu à peu wieder und da freuen wir uns einfach drauf. Ich wünsche euch jetzt erstmal wirklich viel, viel Spaß bei den Spielen am Wochenende mit der Bundesliga. Genießt es, dass man endlich mal wieder ja, qualitativ hochwertigen Live-Fußball im Fernsehen sehen kann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende euch. Macht's gut. Ciao und tschüss.